Wenn man jetzt so ein Gebäude aus Backstein entwirft oder konstruiert, dann funktioniert das vor allem deswegen gut, weil man schon im Mittelalter sich überlegt hat, dass man Backstein wie so eine Art Lego-Kastensystem benutzen kann. Willkommen im historischen Chemielabor des Eidgenössischen Polytechnikums, der heutigen ETH Zürich. Die lange Tradition der Chemie an der ETH Zürich begann bereits 1854 mit der Chemisch-Technischen Schule. Durch so Anlässe kann man wirklich auch der breiten Bevölkerung zeigen, das, was eigentlich auch passiert in den Archiven, wo man vielfach das Gefühl hat, ja, was passiert da überhaupt. Es kann wirklich zeigen, dass die Archivschätze werden gehoben, sie werden benutzt, sie werden aufgearbeitet, erschlossen, erhalten. Und vor allem das Wichtigste, sie werden zugänglich gemacht, auch für Forschung und für private Interessen. Also wirklich für alle sind sie eigentlich nachher auch wirklich da. Die ETH-Bibliothek freut sich, diese Veranstaltung begleiten und betreuen und leiten zu dürfen. Wir transformieren hier mit diesem Gedenktag und der Veranstaltung auch historische Inhalte, Sammlungen, Archive, Wissensgegenstände aus der Vergangenheit in die Gegenwart und die Zukunft. Wir nutzen diese Veranstaltung auch, um Methoden herauszufinden, innovativ Wissensinhalte, Wissensgegenstände, unsere analogen und digitalen Materialien in die Gegenwart, in die digitale Welt zu bringen, zum Nutzen von Forschung, Lehre, Wissenschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit. Hier sehen wir, wenn wir im Labor versuchen, so ein schönes strukturelles Blau wie bei dem Vogelnamen machen, wie weit wir im Moment sind. Ist weg.